Ein spookianisches K.O. Leute, und was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Und heute starten wir direkt rein mit Invasion im Horrorhaus. Beim letzten Mal haben wir das epischste Rennen der Welt gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an, war sehr, sehr episch. Genau, wir sind mittlerweile auch in der dritten Welt. Ja, dann würde ich sagen, let's go Invasion im Horrorhaus. Ich hoffe, wir finden alle Waddledees. Das war ja bei der letzten Folge so eine Sache. Nun gut, let's go. Das Horror. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon creepy aus. XD. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich mag Horror. Die Musik ist aber auch. Okay, also wenn mich sowas erschreckt. Oh, ihr seid ja Geister. Gibt's auch Weißbrot? But it looks like this very... Nein, nein, ich darf mich nicht von sowas erschrecken. Ey, das ist traurig. Das looks sus. Oh! Drei Snacks essen. Ja, maybe. Da kommt doch jetzt wieder einer raus. Ha! LOL! Wie unfair. Okay. Explosion! Bam! Ja, aber ihr wart jetzt schlecht. Also ihr wart billig. Oh, aber ihr macht Schaden. Oh, das finde ich jetzt nicht so. Hier geht's nach rechts, Leute. Da gibt's einen Waddle Dee, wenn man wahrscheinlich im richtigen Timing oder so drauf wirft. Ich weiß es nicht. Okay. Kamera ist auch so eine Sache. Also die Kamera, also in einem Open-World-Spiel verlange ich wenigstens, dass ich die Kamera drehen darf. Aber nun gut. Ich will mich nicht beschweren. Das Spiel ist klasse. Und eine Lampe. Hui. Hier könnte halt noch so ein Snack sein. Wartet mal. Nimm die Lampe gleich. Aber wir gucken erstmal nach Schokolade. Okay. Und eine Lampe. Ich nehme das vollkommen ernst. Jetzt wird's creepy. Boah, ich spam das die ganze Zeit. Yo, ist das dark, man. Ich sag's euch, wir werden irgendwas verpassen in diesem Dunkeln. Ja, du kriegst mich. Boah, wie fies seid ihr denn? Das ist ein Snack. Da muss ich einfach leuchten. Das ist ein Snack. Eins davon ist ein Snack. Also viel dazu. Cool finde ich's, aber... Hätte das jetzt sein müssen? I don't think so. Perfekt! Ich sollte vielleicht meine Facecam dunkler machen, so wie in Little Nightmares. Nee. Aber mir gefällt... geh weg! Ich hab doch gar nichts! Bitte! Ich weiß nicht, wo ich lang muss! Hallo, Mama, ist dunkel! Okay, wir laden das kurz auf. Nehme ich gerne mit. Und wieder ein Sammelgegenstand. No! Ich wusste. Hä? Ich habe gar nichts gedrückt. Der ist von alleine gesprungen. Das da oben. Du bist so ein mieses. Das ist ein Snack. Ich habe springen gedrückt. Zweimal.
ist das jetzt? Geht der Weg hier weiter? Ah. Hä? Wie treffe ich den denn? Mal meinen aufgeladenen. Hey, der hieß doch immer, der sucht dann die Gegner. Okay, danke, Meister. Das ist schwerer, als es aussieht. Okay, ich wäre da safe nicht drauf gekommen. Da hätte ich nachgucken müssen. Aber das ist ja auch unmenschlich. Na, hätte ich das mitnehmen sollen? Ja, jetzt ist schon zu spät. Wir sind ja eine helle Leuchte. Wir wissen, was abgeht. Apropos helle Leuchte. Die Batterie geht leer. Ja, das dachte ich mir. Okay. Entschuldige bitte. Das sieht secret aus. Ja, da steht auch random so ein Wardle die rum. Ah! Mann, ich bin viel zu ästhetisch in den Spielen drin. Heißt das ästhetisch, energisch, theatralisch? Ich weiß nicht. Geh weg von mir. Der kommt nur, wenn ich leuchte. Das ist ein Snack. Ich finde, das Horrorhaus ist bis jetzt das innovativste von allen. Auch musiktechnisch. So, kann ich essen? Ich gebe euch zum Frühstück gebackenen Geist. Ich sollte niemals Koch werden. Das ist mir letztens auch schon klar geworden. Warum? Da gibt's doch nicht mal was für. Ich dachte ja, ich habe das Bild schon erkannt. Das ist nicht das Problem. Aber ich dachte jetzt, oh cool, Secret, vielleicht kriege ich die Kiste. Nee. Und ich sag euch, deswegen ist da jetzt kein Waddle Dee drin. Wir haben alle Waddle Dees. Nein, haben wir nicht. Wir haben auch schon eine Challenge geskimmt. Nee. Aber da hätte es hochgehen können. Ich kann Feuer nicht saugen, okay. Aber ich kann selber zum Magma Man werden. Ja, ich würde sagen. Das war wieder ein Fake-Bild. Oh mein Gott, diesmal wäre ich drauf reingefallen. Diesmal bin ich nämlich absichtlich nach rechts gegangen. Sonst wäre ich geradeaus gegangen, weil ich dachte, geradeaus geht safe weiter. Ach du meine Güte. Party. Kuchen. Ich liebe Kuchen. Oh, der Kuchen ist auch keine Lüge. Ich darf ihn sogar essen. Perfekt. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist fies. Bremskugelblitz? Hatten wir das Item schon? Ich glaube nicht. Und wie komme ich jetzt wieder lebend raus? Das fand ich aber schon etwas zu auffällig. Tut mir leid. Da ist wieder die Biene. Das da links ist fake. Nur um das gesagt zu haben. Aber irgendwann sage ich euch, ist was dahinter. Ey, ich hab das. Das ist nicht geschnitten oder so. Nee, erstmal her hier. Ich bin der Auserwählte, Leute. Ihr folgt dem Richtigen auf YouTube. Ja. Habt ihr was gehört, dass ich was gesagt habe? Nein, sehr schön. Kann ich hier gegenschießen? Ich kann die kaputt schießen. Okay,
Zerstöre alle Geister. Ich sehe schon. Das ist ein Achievement. Aber ihr könnt das auch nur so ein bisschen predicten. Hier rechts kommt jetzt einer. Dann links. Dann rechts. So, dann kommen echte Geister. Rechts, links. Dann fällt ihr fast runter. Da ist ein Waddle Dee dahinter. Zerstöre 13 Aliens. Gibt auch noch einen Waddle Dee. Perfekt, das dachte ich mir schon. Wir kriegen auch noch mal eine Dose. Ja, wir sind am Ende und uns fehlt ein Achievement. Keine Ahnung, was das ist. Haben wir anscheinend vorher verpasst. Aber auf das Level habe ich wenigstens auch noch Bock. Das war das beste, innovativste Level von allen bisher. Also, das ist grandios. So, und zwar müssen wir den Abschnitt ohne Geist-Gordos zu berühren. Was sind Geist-Gordos? Es gibt aber auch noch Geister-Geister und Geister-Gordos sind was anderes. Da steht nämlich noch Geist und Geister-Gordos. Was unterschiedlich ist. Ist ja auch egal. Wir haben die Kanone bekommen. Und Dinkelking, Gorillas. Bizepsbestie Gorillas. Gorillas. Schreibt mal mit Doppel-S. Betrachtet das örtliche Einkaufszentrum als sein persönliches Territorium. Als Teil des Bestienrudelvorstands obliegt ihm die Gefangennahme der Waddle Dees und die Beschaffung von Nahrung, die er meist selbst verdrückt. Dafür kassiert er mehr als einmal einen Rüffel vom Boss. Ja gut, ich würde sagen, ich snipp euch ganz kurz, ganz zackig, ganz saftig, kurz zusammen. Gefangene Waddle Dees! Wie gemein! Diese drei Waddle Dees wurden vom Bestienrudel in einen Käfig gezwängt. Naja, immerhin ist es ein Goldener. Zu dritt können sie die Sperlinge womöglich austricksen und entkommen. Doch für einen Ausbruch scheint ihnen die Kraft zu fehlen. Gibt es denn niemanden, der sie retten kann? So, und jetzt schneide ich euch ganz kurz rein, wie ich... Wobei, wie ich da durchkomme, muss ich euch ja nicht reinschneiden. Ich laufe da ganz kurz durch und lassen wir das mit dem Schneiden. Dann sehen wir uns gleich wieder bei Vundaria Traumparade. Am besten macht ihr einfach einen Damageless Run. Ich habe zwei Versuche gebraucht. Beim ersten wurde ich relativ am Anfang getroffen. Und ich glaube, mit diesen Geistern ist wirklich nur diese Figuren, Pappfiguren von der Seite gemeint. Die anderen Geister, die euch so angreifen und verfolgen, die sind nicht damit gemeint. Jetzt kommt aber erstmal die Vundaria Traumparade. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht alle Achievements hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wie lange das gedauert hat, Mensch. Kann wieder sein, dass es heute ein längeres oder kürzeres Video wird. Ich weiß es nicht. Let's go! Es ist so Silence. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Lasst uns da mal durchschleichen. Keine Ahnung, ob man mich überhaupt hört, wenn ich so leise bin. Okay, ein Button. Licht! Oh mein Gott! Ah, no! Ja, nehme ich mit! Okay! Einfach ein Zug. Ich mag Züge. Es gibt Enten. Wir haben safe schon zwei verpasst. Mindestens. Bin ich da jetzt? Schön, Augen offen halten. Wir mögen Enten. Da, dich nehme ich mit. Heute kein KFC. Heute mal Enten zu Enten Mama bringen. Da hinten ist Eis. Da könnte ich jetzt einen lustigen Witz drüber machen, der gar nicht so lustig ist. Damn, I'm on funny. Lauf, bevor der nächste kommt. Ich habe jetzt drei. Fünf? Okay. Hä? Was ist denn mit euch los? Ich hätte fünf. Nein, ich habe vier. No way! Warum ist die eine nicht hinterhergekommen? Ich sag's doch, wir haben mindestens... Komm doch mit!
Wir hätten alle 5 gehabt, aber die bleiben einfach mittendrin stehen. Vielleicht darf ich nicht so schnell rennen. Komm mit! Sonst gehe ich doch KFC. Ja, ja. Na, würde ich nie machen. Das da ist sass wie sonst was. Okay, es geht aber trotzdem nicht durch. Lauf! Damit habe ich null gerechnet. Es tut mir leid. Und nachher so Damageless Run. Ich sag's euch. Oh! Random Waddle Dee! Nehme ich mit. 5! Okay, das ist ein längeres Level. Wir nehmen trotzdem alle. Wie kann man nur so ein schlechter Spieler sein? Ach du meine Güte. Es tut mir leid. Das ist jetzt aber schon arg traurig. Was? Hier ist Secret? Nee. Okay, die tauchen ab. Oder ist ein fliegender Mais? Da. Wie kann man denn so schlecht spielen wie ich? Okay, wir kriegen hier das Luft-Item. Wahrscheinlich nicht. Sonst nehme ich mal an. Ah, ich verstehe schon. Damit wir hier hochkommen. Ja. Also ich sag's euch, ein Achievement wird sein, diesen Schlamm nicht ein einziges Mal zu berühren. Also da kann ich mir ganz sicher was drunter vorstellen. Oh, nee. Die Bestzeit ist wie viel? Sekunden. Easy. Komm. Da ist ein Eis. Ich könnte jetzt einen Witz über einen schlechten. Über Eis machen. Einen schlechten Witz. Aber ich lasse das an der Stelle. Ich sag einfach gar nichts. So, den nehmen wir mit. Und es ist. Ich lese das ja immer erst später. Warum ich jedes Mal trotzdem darauf beharre, ich weiß es nicht. Ja, Neustart. Come on. 5 Sekunden. Wie holt man da 5 Sekunden raus? Ich hätte halt schon gesagt, den epischen darüber. Wie krieg ich dich denn da auf? Okay, keine Ahnung, wie man da runterkommen soll. Das muss machbar sein. Weil hier, das dauert ja ewig. Das sind mehr als 5 Sekunden. I would say. Also ihr müsst schon ordentlich schlecht sein, um da die 20 Sekunden zu erreichen. Aber was mir auffällt, wir kriegen jedes Mal wieder eine Erklärung. Mann, mussten die da jetzt unbedingt eine Leiter hinmachen? Hey, gleich. Ich bin mir sicher, dafür gibt es einen Waddle Dee. Jo, neu starten. Let's go. Ich probiere jetzt mal so schnell es geht, außen rum zu fahren. Unmöglich. Auf dieser Strecke so zu fahren, unmöglich. Wobei 5.555. Vielleicht ist das so die geringste Zeit, die man getten kann. Dort muss ich ja eigentlich springen drücken, bis er mal springt. Also, dieser Sprung ist nicht möglich. Der auch nicht.
Okay, ich lasse das jetzt. Will nicht sterben. Wie das machbar sein soll, so, ich weiß es nicht. Aber es soll anscheinend gehen. Immerhin kriegt man hier wieder Heilung. Ich habe hier rechts einen Browser offen. Da finde ich die direkt, ohne groß zu suchen. Vundaria Traumparade. Folgt den Rampen im ersten Abschnitt. Zweiter Abschnitt, das haben wir schon. Oben auf der Plattform 3. Nein, wo ist denn das? Hier Zusatzding. Einmal, ich hatte recht. Wir dürfen den Schlamm nicht betreten. Hier steht nichts drin, dass das ein Waddle Dee gibt. Schön, Spider-Man-Werbung. Cool. Schaut alles Spider-Man an, so wie es aussieht. Das will mir mein Computer sagen. Okay. Also ein Achievement können wir schon mal nicht machen. Wir sollen das Game durchspielen, ohne in den Schlamm zu treten. I don't know why, I don't know how, but it's possible. Alter, ist ein Waddle Dee! Hä? Wo... Also... In diesem Dings, wo alle Waddle Dees drinne sind. Ist das ein Poster von Elfilin? Na komm, das nehmen wir mal mit. Vielleicht ist das ein Achievement. Ich sterb doch sowieso gleich. Okay, das ist ein Achievement, die Poster von Elfilin. Ey, dieser blöde Maulwurf. Wenn ich jetzt hier sterbe, ich schreie. Wie viele Poster waren das jetzt? Habe ich es nicht gelesen. Hey, ich fühle mich verfolgt, danke. Was ist denn das? Mann! Ja, ich habe kein Item. Ey, und diese Framerate da hinten. So. Irgendwas brauchen? Eis. Ich könnte jetzt einen schlechten Witz über Eis bringen, aber ich lasse das an der Stelle. Wie oft will ich den noch bringen? So. Nein, take it. Also, ohne in den Schlamm zu treten. Ich sage euch, das werde ich... Das zählt safe nicht als Boss. Ich werde das nicht als Boss gliedern. Mindestens was gebracht. Oh, da ist noch einer. Nö. Okay, da hinten ist noch was. Also hier die 100%. Ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Die verlangen von uns Unmenschliches mal wieder. Wie soll ich das aufmachen? Ich weiß wie. Ich glaube, ihr wisst es auch. Wir böllern ihn einfach da dagegen. Oh, das dreimal. Ne, zweimal. Dafür gibt es einen Waddle Dee. Wo der eine Waddle Dee ist, bin ich mir sicher bei dem Autorennen. Da bin ich mir aber auch sicher, dass ich das nicht hinkrieg. Weil ich habe keine Ahnung wie. Okay, lauf. Strategisches Laufen. Schalter aktivieren. Überfahren lassen vom Zug. Waddle Dee retten!
Perfekto. Und was wir... Uns fehlt noch ein Secret Achievement. Cool. Und hier ist das Ende wahrscheinlich. Looks like, ja. Okay, was das letzte Achievement ist, ich weiß es nicht. Ein Waddle Dee bekommen wir safe bei dem Auto. Dann mal schauen. Achso, ja, den Schlamm. Den Schlamm werde ich off-cam machen. Aber das andere schneide ich euch noch ganz kurz hinten ran. Wie ich das denn mit dem Auto mache. Wünscht mir Glück. Bis gleich. Einfach dieses blöde Pilönchen einsaugen und dann erscheint eine blöde Brücke, über die ihr mit dem blöden Auto drüber fahren könnt, um diese blöden 5 Sekunden zu toppen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Wertung und wir sehen uns dann bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao, Leute.